Kolumbien brennt. Demonstranten und Staatsmacht stehen einander unversöhnlich gegenüber. Immer wieder eskaliert die Gewalt. Dutzende junge Menschen sterben durch die Kugeln der Sicherheitskräfte. Durch einen Schuss in den Kopf zerstören sie unsere Träume und das Recht auf ein würdiges Leben. Seit Wochen demonstrieren die Kolumbianer. Sie sind frustriert und wütend auf die Regierung, weil sie sich um ihre Zukunft betrogen fühlen. Wenn es nötig ist, kämpfen wir bis zum Tod. Wir werden siegen. Was braucht es, um ein Polizist zu sein? Man muss ein Hurensohn sein, Tag und Nacht. Ist es mutig oder leichtsinnig, die schwer bewaffnete kolumbianische Polizei aus nächster Nähe zu beleidigen? Für Alejandra ist es vor allem die Wut. Ein Polizist tötete ihren Sohn Dylan per Kopfschuss, als dieser für eine bessere Bildungspolitik demonstrierte. Das Einzige, was ich empfinde, ist Schmerz. Deshalb kann ich nicht darüber nachdenken, ob die Polizisten auch Familie haben oder was sie empfinden. Alejandra wurde zum Sprachrohr hunderttausender Kolumbianer, weil ihr Sohn Dylan zu einem Märtyrer der Protestbewegung wurde. Er hat seine Stimme erhoben für seine Rechte, für sein Recht auf Bildung. Und deshalb bin ich hier, weil sie ihn ermordet haben. Alejandras Wut, Leidenschaft und Furchtlosigkeit inspirieren auch andere Demonstranten. Und so ist sie zu einer Art Berühmtheit geworden auf den Straßen von Bogotá. Immer wieder wird sie erkannt. Demonstranten drücken ihr Beileid und ihre Unterstützung aus oder wollen einfach nur auf ein Foto mit ihr. Vielen Dank, Gott möge euch alle segnen. Seit Wochen überzieht eine Welle des Protestes Kolumbien. Was mit Demonstrationen gegen eine inzwischen zurückgezogene Steuerreform begann, hat sich zu einer grundsätzlichen Abrechnung mit dem Staat entwickelt. Es sind junge Menschen, Studenten, aber auch Familien aus der Mittelschicht, die sich abgehängt und unterdrückt fühlen von einer reichen, weißen Elite, die seit Jahrzehnten Kolumbien beherrscht. Ich protestiere wegen über 50 Jahren, in denen die Repräsentanten im Kongress und Senat, die Präsidenten, immer die gleichen waren. Die Väter, dann die Söhne und dann die Söhne der Söhne. Es ist vor allem dieses Gefühl der Ohnmacht, das bei so vielen Demonstranten für Wut sorgt. Sie fühlen sich gefesselt, erstickt, unterdrückt von einem Staat, der ihnen die Chancen auf eine bessere Zukunft nimmt. Es ist ein Schrei der Verzweiflung, der Frustration von Seiten einer Jugend, die weder Arbeit findet noch Bildungschancen. Wir nennen sie die Weder-noch-Generation. Viele, die protestieren, haben weder einen festen Job noch studieren sie. Es sind Leute, die keine Zukunft haben. Nach außen präsentiert sich Kolumbien als modernes, politisch und vor allem wirtschaftlich liberales Land. Doch es ist tief gespalten. Nach dem historischen Friedensschluss von 2016 zwischen der linksgerichteten FARC-Guerilla und der Regierung sollten 50 Jahre Bürgerkrieg beendet werden und ein neues Zeitalter beginnen. Doch bis heute ist der Frieden mehr als brüchig. Gewaltsame Auseinandersetzungen, Morde, Vertreibungen gehören weiter zum Alltag in Teilen Kolumbiens. Kritiker werfen vor allem Präsident Duque vor, den Friedensprozess nicht ausreichend zu unterstützen. Und es scheint, dass diese Geschichte der Gewalt bis heute das Verhalten der Staatsmacht prägt, die die aktuellen Proteste häufig als direkten Angriff auf den Staat interpretiert. Dutzende Demonstranten wurden allein in den letzten Wochen von Sicherheitskräften getötet. Die Regierung aber rechtfertigt das harte Vorgehen. Man würde sich lediglich wehren gegen Randalierer und Kriminelle. Diese Reaktion hat ihre Wurzeln in der mangelhaften Fähigkeit und der mangelnden Bereitschaft zu verstehen, was vor sich geht. Es ist eine Antwort, die für eine schwache Regierung typisch ist. Sie greift auf Waffen und auf die Verfolgung der Proteste zurück, als einzige Instrumente, die sie hat, um mit dem, was passiert, umzugehen. Wir sind zu Hause bei Alejandra, der Mutter des getöteten Dylan.
Sie teilt sich eine kleine Wohnung mit zwei Töchtern und ihrem Vater. Ihr Sohn Dylan war 18 Jahre alt, als er erschossen wurde und ging noch zur Schule. Später wollte er Psychologie studieren. Schau, er war ein ganz normaler Junge, wie jeder andere. Gegen den mutmaßlichen Schützen, einem Mitglied einer Spezialeinheit der Polizei, wird wegen Mordes ermittelt. Der Prozess hat jedoch noch nicht begonnen. Wie kann es sein, dass man seine Kinder großzieht, sie säugt, sie mit aller Kraft unterstützt, nur damit dann ein Unterdrücker- und Mörderstaat kommt und sie von einem auf den anderen Tag tötet und noch dazu keine Antworten gibt? Unsere Rechte können nicht mit Blut weggespült werden, steht auf dem Plakat, das sie gemalt haben. Alejandra verdient ihr Geld als Straßenverkäuferin. Ein Leben von der Hand in den Mund, wie bei so vielen Kolumbianern. Wenigstens ihren Kindern sollte es einmal besser gehen, sagt sie. Doch seit Jahren wächst die Armut im Land und die Corona-Pandemie hat die Lage noch verschärft. Wir leben in einem Land, in dem es keine Chancen gibt. Nichts, gar nichts. Deshalb gehen die Leute auf die Straße. Und was sagt die Regierung? Dass wir Randalierer sind. Die Musik vom Volk der Misak war schon da, lange bevor die spanischen Eroberer kamen und auf ihrem Land eine Kolonie, das spätere Kolumbien, errichteten. Bis heute sehen die indigenen Völker ihre Kultur und ihre Gebiete bedroht durch einen Staat, von dem sie sich nicht verstanden und nicht respektiert fühlen. Die allgemeine Protestwelle hat auch sie ermutigt, in die Städte zu ziehen, um zu demonstrieren. Auch Samuel macht mit. Er ist 27 Jahre alt. Vor einigen Jahren hat er sein Dorf verlassen, um hier in Bogotá Elektrotechnik zu studieren. Um, wie er sagt, sich das Wissen anzueignen, das seinem Volk ermöglichen soll, in diesem System zu überleben. Er muss sich anpassen an ein System, das den Indigenen fremd geblieben ist und stattdessen spanischen Eroberern Denkmäler setzt. Wir haben hier ihre Monumente, die wie heilige Orte behandelt werden. Und das sollte nicht so sein. Sie haben das nicht verdient. Sie haben uns verletzt, Menschen umgebracht. Und sie haben uns eine Kultur aufgezwungen, die nicht unsere ist. Eine europäische Kultur. Immer wieder bringen indigene Gruppen und andere Demonstranten in ganz Kolumbien Statuen spanischer Eroberer zu Fall. Wie hier die des Konquistadoren Sebastian de Belcasar. Ein symbolischer Akt war zum Beispiel, eine Statue zu Fall zu bringen, die uns nicht repräsentiert. Das war eine Statue, die zu Ehren von jemandem errichtet worden ist, der uns massakriert hat, der unsere Vorfahren so sehr massakriert hat, als er hierher kam. Abends versammeln sich die Misak in Lagern an den Plätzen der Stadt. Ihre Lebensweise dreht sich um die Gemeinschaft aller. Und so wird auch hier gemeinsam gegessen, getanzt und protestiert. Das ist der Kampf Lateinamerikas. Lasst uns diesen Orten eine neue Bedeutung geben, damit hier nicht nur Monumente stehen, sondern sie zum Ausdruck kultureller Diversität werden, zum Ausdruck unterschiedlicher Meinungen werden. Auch Samuel ist regelmäßig dabei. Er sucht den Austausch mit den Angehörigen seines Volkes. Ihre Traditionen reichen Jahrhunderte zurück, doch das sogenannte moderne Kolumbien und die indigenen Völker sind einander fremd geblieben. Die Kultur und Territorien der indigenen Völker genießen gesetzlichen Schutz, doch sie geraten immer stärker unter Druck, sei es durch Bergbau und Ölkonzerne, Missionare oder andere Interessengruppen. Wir tun uns zusammen, um zu sagen, dass das kapitalistische System uns Leid zufügt. Es bewahrt die Mutter Erde nicht, die Umwelt, das Wasser, die Lebensweise der Menschen. Es macht uns zu Individualisten. Zusammen mit anderen Misak lebt Samuel in einem Studentenwohnheim. Die Anpassung an die Großstadt fällt ihm schwer. Er vermisst seine Heimat, das einfache Leben in und von der Natur. In der Stadt holt man sich das Essen aus dem Kühlschrank und nicht aus der Erde. Es ist schwierig, so zu leben, aber man riskiert es, weil man weiterkommen will, weil man gut ausgebildet sein will.
Auch an die Kleidung in der Stadt musste Samuel sich gewöhnen. Jeans und Hemd trägt er in seinem Heimatdorf kaum. In seinem Zimmer zeigt er uns sein traditionelles Gewand. Wir Männer tragen einen Schal und legen uns danach einen Rock an, in etwa so. Aber zur Demonstration nehme ich den Rock nicht mit, aus Sicherheitsgründen. Es kann sein, dass ich vor der Spezialeinheit der Polizei weglaufen muss und so könnte ich ihn verlieren. Samuel konnte einen Studienplatz an einer öffentlichen Universität ergattern. Doch die sind knapp in Kolumbien. Und private Schulen und Unis können sich die wenigsten leisten. Dabei sei Bildung die Voraussetzung für ein selbstbestimmtes Leben, sagt er, und der erschwerte Zugang zu ihr ein Mittel staatlicher Unterdrückung. Deshalb fordern wir, dass Bildung kostenlos ist, dass anerkannt wird, dass Kolumbien ein multikulturelles Land ist. Das wurde seit Jahren nicht anerkannt. Für uns indigene Gemeinschaften ist es hier in Kolumbien, als würden wir nicht existieren. Samuel hat sich an das Leben in der Stadt angepasst. Trotzdem wünscht er sich, dass die Lebensweise der indigenen Völker respektiert wird und sie wie gleichberechtigte Bürger behandelt werden. Sie fordern die Anerkennung ein, dass auch sie Bürger dieser Gesellschaft sind, mit vollen Rechten. Keine Bürger, die man in Museen ausstellt, mit folkloristischer Kleidung, denn das ist der erlaubte Indigene. Und nicht der mit indigener Identität. Die hängt zusammen mit einem eigenen Verständnis von Produktion, Entwicklung, Erhaltung, mit einem anderen Verständnis von Nachhaltigkeit. Den Ungehörten und den brutal zum Schweigen Gebrachten eine Stimme zu geben, ist zum Lebensinhalt von Alejandra geworden. Ich schulde es meinem Sohn Dylan, sagt sie. Mit ihrer aus dem Schmerz geborenen Energie bewegt sie tausende andere. Wir kämpfen dafür, dass sie unsere Jugendlichen, unsere Studenten nicht weiter ermorden. Wie lang? Für immer. Bis wann? Bis zum Sieg. Und wenn es nötig ist, bis zum Tod. Wir werden siegen. Doch wenn die Rufe verhallt sind, kehrt die Stille zurück. Und die Trauer wird wieder laut. Und so kehrt Alejandra immer wieder an den Ort zurück, an dem ihr Kind genommen wurde, durch eine Kugel der Polizei. Wenn er hier wäre, würde er sich sicher auf der einen Seite stolz fühlen, zu sehen, was er für die jungen Menschen bedeutet. Und auf der anderen Seite wäre er sehr traurig, weil er sehen würde, wie viel Schmerz ich empfinde. Denn er wollte nichts Schlechtes für mich. Er wollte nicht, dass ich leide. Denn welche Mutter sucht es sich schon aus, die Mutter eines Märtyrers zu sein?